Hallo, mein Name ist Thorsten Schöpe und ich spreche hier stellvertretend für das Team hinter der Website wendlandarchiv.de. Das Projekt gibt es seit 2007 und es hat sich in den vergangenen Jahren zu einer gut besuchten und auch intensiv genutzten Plattform für historisches Material aus dem Wendland entwickelt. Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass mit dem Begriff Wendland der gesamte Landkreis Lüchow-Dannenberg im Osten Niedersachsens gemeint ist. Und hier gehört jetzt eigentlich ein Smiley hin. Warum? Das erkläre ich in Hannover. Für die Teilnahme an Coding Da Vinci haben wir uns entschlossen, eine thematisch zusammenhängende Serie von Fotos auszuwählen. Es sind dies Fotografien aus der Zeit von 1910 bis 1914. Die Bewohner eines Gebäudes präsentieren sich oft mit Statussymbolen vor ihrem Objekt. Das Gemeinsame ist die Art der Aufnahme, der kurze Zeitraum, in dem sie entstanden sind, und die Qualität der als Postkarte produzierten Vervielfältigung im Kontaktverfahren. Dadurch sind heute viele Details in der Vergrößerung der Scans erkennbar. Die damaligen Fotografen haben die Wintermonate für die Erstellung genutzt. Die Gebäude sind durch die unbelaubten Bäume besser erkennbar und die überwiegend in der Landwirtschaft tätigen Personen hatten vermutlich auch nur dann die Zeit für eine solche Aktion. Das Foto war vor 110 Jahren nicht in einer Viertelstunde erledigt. Die Metadaten benennen den Ort. Bildtitel und Beschreibungstext enthalten Informationen zur Adresse und zu den abgebildeten Personen und Gegenständen. Die Jahreszahl resultiert überwiegend aus dem Absendedatum der Postkarte. Die Motive liegen als Scan in hoher Auflösung vor und sind bereits auf der Website wendlandarchiv.de veröffentlicht. Unser Wunsch an Coding Da Vinci ist es, junge Menschen an Ortsgeschichte heranzuführen, indem Aufgaben in der Auseinandersetzung mit einem historischen Foto bewältigt werden. Wo genau ist die Aufnahme entstanden? Wie sieht das Gebäude heute aus? Steht es überhaupt noch? Wer wohnt heute dort? Wie wird es aktuell genutzt? Wie komme ich mit den Bewohnern ins Gespräch? Oder entstehen sogar ganz andere Ansätze? Wir wünschen gute Ideen und sind gespannt auf eure Vorschläge. Vielen Dank.